Guten Morgen! Morgen, ich habe ein Problem. Was hast du für ein Problem? Ich brauche Socken. Ich muss meine Socken, meine alten Socken einfach anziehen. Ja, habe ich auch schon öfter gemacht. Hä, aber hast du Socken? Ja, ich weiß, ich habe Socken, ja. Ja, du lässt mich meine alten Socken anziehen. Hast du andere Socken? Ja, ohne Handschuhe, ja. Das hier ist mein Outfit of the Day. Ich bin hier komplett in Zara gekleidet. So ein Zweiteiler von Zara und das Oberteil ist auch von Zara. Gibt's auch aktuell noch. Heute geht es für uns nach Coney Island. Ich war da noch nie. Ich habe es in ganz vielen Filmen habe ich das schon mal gesehen. Ich freue mich auch schon, das alles jetzt live zu sehen und zum ersten Mal auch. Auf Coney Island ist auch die Freiheitsstatue, oder? Nee. Aber Coney Island ist nebendran ein Freizeitpark. Mhm. Strand. Sollten wir da vielleicht Strandsachen mitnehmen? Aber ich glaube nicht, dass wir ins Wasser gehen können. Es soll anscheinend 14 Grad werden. Auf Coney Island. Ich glaube, ich nehme einfach mal mein Tuch mit, weil ich habe ein Tuch. Das Tuch hier begleitet mich schon seit Monaten, ja. Weil ich habe es noch nicht so lange. Ich habe es letztes Jahr gekauft irgendwann und das ist so geil, weil erstens sieht es zwar cool aus, zweitens ist es riesig. Kann man auch als, wenn man sich halt hinsetzen will, benutzen. Habe ich von ASOS. Yes. Und wir treffen uns gleich mit den anderen, holen uns geiles Frühstück und dann geht's für uns los. Ich freue mich richtig. Ah ja, übrigens, gestern waren wir in dem 9-11 Museum und es war so krass irgendwie dort zu sein. Ich weiß auch nicht, das hat mich so richtig mitgenommen und auch voll berührt. Irgendwie die ganze Zeit hatte man irgendwie so ein bedrückendes Gefühl. Die haben das Museum allgemein voll gut aufgebaut. Also auch, wie sie die Geschichte erzählt haben. Dann das Andenken an alle Leute, wirklich mit Bildern und auch mit Geschichten zu der einzelnen Person. Mit persönlichen Dingen, die sie auch haben und sowas. Hatten, meine ich. Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. War richtig, richtig gut. Ich finde es halt voll krass, wenn man echt so überlegt, jeder von uns hat eine Erinnerung an diesen Tag. Aber es war ja noch nicht so lange her. Und jeder von uns weiß, was er an dem Tag gemacht hat. Ja, oder außer halt die Leute, die nach 2001 geboren sind. Ich weiß ganz genau noch, die Nachrichten gingen an und ich sehe das, diese zwei Türme. Und unsere Großeltern, die waren alle so richtig schockiert und haben sogar geheult. Ja, das haben alle geheult an dem Tag. Ja, aber zum Beispiel wir jetzt als Kinder haben das jetzt nicht so gecheckt. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass unsere Familie halt geheult hat. Und dann später hat man sich auch damit beschäftigt. Aber wisst ihr, was ich meine? Also voll krass. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Versucht sie jetzt auch mal. Fast. Wir sind jetzt im Luna Park. Haben jetzt auch schon ein paar Sachen gefahren. Also sind jetzt auch schon ein paar Sachen gefahren. Aber hier läuft leider überall Musik, deswegen müssen wir alles mit Musik unterlegen. Ich stehe hier gerade vor der ersten Pizzeria in New York. Also das ist die allererste, die hier in New York jemals aufgemacht hat. Die heißt Totono's. Und es soll hier auch anscheinend die beste sein. Ja, sind wir gespannt. Und die holen sich jetzt Pepperoni-Pizza mit Knoblauch drauf. Okay. Extra Cheese. Ja, bevor sie aufs Ariana Grande-Konzert gehen. Viel Spaß. Das ist eine gute Taktik, weil dann gehen alle weg. Stimmt. Dann haben wir mehr Platz zum Dance. Ja. Boah, aber der macht da richtig viel Öl drauf. Habt ihr das gesehen? Ja, aber geil. Krass. Okay, welche sollen wir nehmen? Pepperoni, oder? Mit, sagen wir auch mit Knoblauch.
Ja, und hier kann man nur bar zahlen. Also Leute, falls ihr mal hierher kommt, nehmt Bargeld mit. Wir mussten nämlich gerade zu einem ATM und Geld holen. Zwei Läden weiter. Also ja. Wow. Wie ist die kleine? 14 Inches. Die sind so, ja, die hat auch gerade gesagt, ist normal, also normale Größe halt. Aber das ist riesig, Leute. Ja, also auf jeden Fall richtig nice. Das probieren wir jetzt gleich mal. Live-Test. Und? Gut. Und man muss betonen, ich bin eigentlich kein Pizza-Fan. Ja, aber schmeckt gar nicht. Ja. Echt? Das heißt ja. So, wir laufen jetzt gerade die Straßen entlang. Unser nächster Stop ist nämlich, wir haben jetzt eine Bootsfahrt. Ja. Dort schauen wir nämlich den Untergang der Welt an. Den Sonnenuntergang an. Ja, so überall. Der Verkehr ist, können wir sogar über Rot laufen, weil keiner fährt. Ja. Und die haben alle schon zu uns gemeint, also wenn ihr ein Uber holen wollt, ist es erst mindestens in 20 Minuten bei euch. Ja, wir haben alle gesagt, viel Glück. Viel Glück. Und jetzt haben wir gedacht, wir laufen. Und übrigens, falls ihr euch wundert, Kim und Steffi sind nicht mehr dabei. Die haben euch von denen verabschiedet. Und die gehen jetzt ihren eigenen Weg. Die haben es leider nicht in die nächste Runde geschafft. Die gehen nämlich heute Abend aufs Ariana Grande Konzert, was ich auch richtig geil finde. Aber wir haben sie dieses Jahr schon gesehen. Deswegen haben wir uns gedacht, sparen wir uns das Geld. Genau. Geil, wir fahren jetzt mit der U-Bahn. Geht schneller? Geil, ich wollte nämlich schon die ganze Zeit hier mit der U-Bahn fahren und jetzt fahren wir endlich. Das ist klimatisiert. Ich hab voll der Luxus hier. Wir warten jetzt auf die Straßenfenster, die reinkommen, die dann tanzen. Und die Musiker. Wir haben bisher noch keine gesehen. Das ist immer dieses so Expectation und dann in der Reality ist es wirklich einfach so, wir fahren einfach nur bei. Dann so. Ja, und dann ist so eine Verfolgungsjagd und so, oder so in der Bahn. Genau. Ja, wie die dann so durchlaufen und dann immer von Tür zu Tür gehen und so. Ja. Und was passiert hier? So, wir fahren jetzt doch nicht mehr mit der Fähre. Traurig. Weil wir hatten halt so eine Fähre gebucht, so eine Private Boat mäßig, also da sind dann nur wenige Leute halt. Und dann sind wir da hingegangen, wollten unsere Tickets einlösen und meinten die so, ja, es wurde gecancelt, weil heute ist eine private Veranstaltung. Und dann dachten wir so, hey, wir haben aber schon Tickets gekauft, also sind schon bezahlt. Echt? Ja, eigentlich ist es eine private Veranstaltung und dann war das so eine... So, eigentlich müssten wir eine Push-Benachrichtigung bekommen haben, dass es gecancelt wurde, aber haben wir nicht. Doch, die Push-Benachrichtigung kam dann, als wir genau dort standen. Also um 19 Uhr war Abfahrt, genau um 19 Uhr haben wir die Push-Benachrichtigung bekommen. So richtig assi. Da hinten ist die Freiheitsstatue, die ist so mini. Man denkt immer, die ist riesig, aber die ist richtig klein. Die Stadt. Hallo, heute ist auch schon der nächste Tag. Gestern war ein bisschen Fail mit unserer geplanten Bootstour. Aber wir haben übrigens dann die Staten Island Ferry genommen. Die ist sogar kostenlos und war auch voll schön. Also, falls ihr in New York seid, ihr wisst Bescheid. Also, da kann man einfach, also da macht man dann, also man fährt quasi mit der Fähre zu Staten Island und wieder zurück. Genau, und ich finde irgendwie krass, dass es nichts kostet. Irgendwie cool. Heute haben wir den ganzen Tag nur produziert. Wir haben heute fleißig Bilder gemacht und New York ein bisschen ausgenutzt, weil heute hatten wir... Was ist das? Ist das ein Flugzeug? Oder ist das vielleicht Superman? Nein. Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein Flugzeug? Nein. Nein, es ist Superman. Nee, es ist ein Flugzeug. Heute auch war Anna ganz witzig drauf. Wir waren bei Five Guys und haben uns Milkshake geholt. Und dann sagt der Typ so, do you want whip? Und dann sagt Anna, no, I want Nene. Or you want Nene, hab ich gesagt, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Wir haben coole Fotos gemacht. Ja. Und als wir diese Fotos hier gemacht haben, Vorschau. Bitte nochmal Instagram. Ja. Als wir die Fotos gemacht haben, kam ein Typ auf uns zu. Also er war obdachlos. Und hat uns gefragt halt so, hey, habt ihr einen Dollar? Einen Dollar, genau.
Und wir, so, wir haben halt gar kein Bargeld, deswegen haben sie ihm gesagt, ja, also wir haben gar kein Bargeld. Genau. Wir haben gesagt, Dings, aber wir haben Erdbeeren. Willst du Erdbeeren? Sag ich so, habt ihr Chicken mit Reis? Ich dachte so, okay. Also, wir sind hier mitten in einer Gasse. Wo soll ich jetzt Chicken mit Reis herkriegen, Alter? Also, da war nichts drumherum. So. Da war eine... Weißt du, es war einfach nur mitten drin. Ja, und er war richtig piss, dass wir ihm Erdbeeren gegeben haben. Ich dachte mir so... Und dann haben wir gesagt... Also, wir müssen dir nicht die Erdbeeren geben. Ich esse die auch gerne selbst. Aber dann auch... Aber gut. Dings hier, aber Erdbeeren. Und er war so... Pff. Ja, komm, dann nehme ich halt die Erdbeeren. Ja, dann dachten wir uns so... Und dann dachten wir uns echt... Weißt du, eigentlich haben wir die Erdbeeren. Tut mir hier was Gutes. Tut mir hier was Gutes. Und dann hast du noch so... Quasi und dann kriegt man das zurück. Und wir hatten wirklich halt schlechtes Gewissen, weil wir halt kein Chicken mit Reis hatten. Wir dachten uns so, also... Aber was sollen wir jetzt machen? Und wir haben uns richtig schlechtes Gewissen gemacht. Ja, und aber das ist uns allgemein schon in New York aufgefallen. Also nicht jetzt falsch verstehen. Jetzt sind wir sowieso gehatet. Aber nicht falsch verstehen, also wir, die haben es natürlich super schwer, vor allem hier in Amerika. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist. Aber wenn man denen versucht zu helfen, dann sind sie halt einfach nicht dankbar. Und das finden wir irgendwie krass. Weil, also, wir hatten schon mal eine Erfahrung gemacht, also eigentlich, also jetzt die Zeit, wo wir in New York sind, haben wir voll oft schon unser Essen hergegeben, weil wir oft unser Essen nicht zu Ende gegessen haben. Ja, und dann haben wir wenn man so in einer riesen immer. Gruppe ist und zu viel bestellt hat, dann haben wir alles immer genau, dann haben wir immer alles mitgenommen, haben es dann einfach einen Obdachlosen gegeben, weil es halt ja einfach viele gibt. Aber die meisten, so. also die vor allem bei uns um die Ecke, ja, die waren echt immer dankbar, die waren echt, die haben auch voll also, mit einem geredet und sowas. Ja, genau. Aber es gibt da so einige. So Einzelfälle halt. Ja, genau. Zum Beispiel der Chief jetzt mit den Erdbeeren. Ja, und einmal, als wir im Park waren, da hat die Steffi, also eine, die mit uns auch hier ist, hat einem Typ $5 gegeben, ja. Weil sie ihm halt leid getan hat. Er hat nämlich aus dem Brunnen die Münzen rausgefischt. Und dann hat sie ihm halt dann $5 gegeben. Und dann meinte er dann so, hast du nicht mehr? Nee, hast du nicht größere Scheine? Ja, hast du nicht größere Scheine? Und die war auch so. Und sie dachte sich so, Alter. Also schon $5, so meinst du? $5 sind doch schon, also sind schon viel so. Ja, und dann, das war echt ein Schock. Vor allem, aber dann nicht mehr Danke sagen, sondern so, hast du größere Scheine? Und dann sagt sie, nee. Und nimmt so und geht dann weg. Weil schon macht dann halt so sein Ding weiter. Ja, es ist jetzt nicht jeder so, aber es gab schon ein paar, wo wir echt schockiert waren, wenn wir uns dachten, weißt du, ich meine, ich kann jetzt deine Situation nicht ändern, aber ich kann es dir vielleicht ein bisschen verschönern oder halt irgendwie ein bisschen was geben. Den Tag wenigstens verschönern oder irgendwie so. Und dann kriegt man sowas. Ach, keine Ahnung. Ganz egal. Wir werden jetzt sowieso auseinandergenommen, aber vielleicht kennt die ein oder andere unsere Seite verstehen, dass wir es halt einfach krass finden, wenn man nicht so dankbar ist. Ist es euch eigentlich auch schon mal passiert? Uns ist es jetzt hauptsächlich in New York passiert. Also in Deutschland waren alle echt immer super dankbar, muss ich sagen. Ja, genau. Heute werden wir übrigens zu einem Musical gehen. Also heute Abend, darauf freuen wir uns auch schon voll, weil wir waren noch nie am Broadway und wir machen das zusammen mit Maybelline und den anderen noch, die auch mit Maybelline hier sind. Und wir gehen in das Musical König der Löwen, Leute. Ja. Und das ist so unsere Kindheit. Fun Fact. Anna und ich waren riesen König der Löwen-Fans. Also sind es eigentlich immer noch. Und König der Löwen ist so das... Einer der bekanntesten Musicals ever. Das läuft schon seit Jahren, aber wir waren nicht einmal drin. Ja, und wegen König der Löwen heißt Nala auch Nala. Nala, genau. Also unsere Katze, falls ihr sie noch nicht kennt. Ja. Wollt ihr mal unser unordentliches Zimmer sehen? Nein. Alter, was ist das, ey? Also, jedes Mal, wenn wir reinkommen, sind wir voll schockiert. Ich habe schon für die geantwortet, die wollen es nicht sehen. Heute Abend packen wir unsere Koffer und dann... Voll krass eigentlich, gell? Weißt du, wir reden so einfach mit uns selber, weil wir sagen voll, also wir stellen voll auf Fragen, wo wir genau wissen, wir kriegen eigentlich gar keine Antwort, aber wir dann, weißt du, so, ja, sagen wir das ich einfach. Stell mir mal vor, als würde jemand antworten. Ja, im Kopf ist wirklich schon eine Stimme, die dann so wirklich antwortet, so, ja, wollen wir sehen. Guten Morgen, heute ist auch schon der nächste Tag und heute ist auch der letzte Tag, denn heute Abend fliegen wir wieder zurück nach Hause. Wir waren schon etwas länger hier in New York. Can't we jungle where dreams are made of? There's nothing you can't do. Ja,
Naja, wir treffen uns gleich mit den anderen um 9.30 Uhr. Dann gehen wir nämlich alle zusammen frühstücken und verbringen nochmal den letzten Tag in New York zusammen. Und dann geht's für Anna und mich um 14 Uhr. Haben wir einen ganz besonderen Termin. Und bevor wir fliegen, gehen wir noch dahin und freuen uns schon. Ich bin heute im Business Look. Den Zweiteiler habe ich damals bei ASOS bestellt. Ich glaube, davon, aber von der Art gibt es viele auf ASOS. Den fand ich voll cool, den habe ich schon in L.A. getragen. Passt zum Sommer, kann man tragen. Und die Farbe ist auch richtig cool. Ich finde, das hat so einen 80s-Vibe. So damals ist Mama so rumgelaufen. Mama hatte damals voll Stil. Mama, was ist los mit dir? Was ist mit dir passiert, ey? Das ist Spaß ja nicht, aber dein Stil, weiß nicht. Früher war der irgendwie besser, weißt du? Nee, mein Schatz. We love you, Mama. Wir waren jetzt noch das letzte Mal frühstücken mit dem Team. Und gleich fahren wir auch zu unserem Termin. Freue mich schon voll. Hello Friends, genau, Kat und ich sind jetzt am Flughafen, es ist jetzt einige Zeit vergangen. So sieht übrigens das Ergebnis aus und es ist einfach so gut geworden, weil ich zoome mal ran. Das ist so, so fein, das ist jetzt noch ein bisschen rot, weil es natürlich ganz frisch ist. Da ist auch noch so ein Pflaster drüber, vielleicht könnt ihr es so erahnen. Da ist wie so ein, ja, so ein durchsichtiges Pflaster drauf. Und zeig mal deins, Kat. So sieht Kats Tattoo aus. Richtig nice. Steht. Ja, für Enemy. Love the haters. Nee, für dich. Oh, echt, danke. Mein Spruch, life is too short to wait, das wollte ich wirklich schon ewig tätowieren. Also wirklich schon, das wollte ich eigentlich als erstes machen, ich habe es aber irgendwie nie gemacht. Ja. Und jetzt habe ich es endlich gemacht in New York und es ist einfach so geil geworden. Vor allem, wie eiskalt du einfach bist. Danke, so, danke. Und dann so, das stimmt gar nicht. Du tust jetzt so, ich habe das für dich gemacht. Aber du hast dir einfach nur irgendeinen Grund. Ups. Ey, aber es halt hier auch voll. Das Gefühl, du schreist. Ja. Hinten lachen. Du hast ja einfach nur irgendeinen Grund ausgesucht. Alter, ich kann nicht leiser reden. Oh. Nee, es steht halt für all meine Liebsten. Ey. Du fandst es einfach nur cool auf Pinterest und hast es tätowieren lassen. Jetzt tust du so, als hätte es eine Bedeutung, gell? Ja, es hat ja auch eine Bedeutung. Alle meine Tattoos haben eine Bedeutung. Sind wir jetzt hier und warten, bis unser Flieger geht. Und diesen Termin übrigens haben wir schon sehr, sehr lange geplant. Wir haben vorgestern den Termin ausgemacht. Ja, okay, Lisa hat einfach gesagt so, ich glaube, ich kann mich tätowieren. Und wir so, wir sind dabei. Ja, genau. Und Lisa, so alle so, wir sind alle dabei. Und ja, genau. Und jetzt sind wir die Einzigen, die sich tätowieren lassen haben, weil Lisa möchte sich noch testen lassen, ob sie überhaupt allergisch ist auf die Farbe. Weil sie nicht so sicher. Und deswegen hat sie gesagt, okay, lieber nicht, safety first, teste mich erstmal, bevor ich mich tätowieren lasse. Und das hat uns aber nicht davon abgehalten, uns trotzdem tätowieren zu lassen. Es ist eine Sucht, also bei ihr vor allem. Bei mir ist es eigentlich noch keine Sucht. Hä? Du hast 12 Tattoos. Ja, weil ab 10 ist es eine Sucht. Oha. Es ist so, guck mal, ich habe 9. Du, ich hab dich nur überholt, weil da waren noch 2 Jahre dazwischen wegen dir Kind kriegen und so. Weißt du, hey, nein. Nein, nein. Du hast auch an den Tagen, wo ich mich tätowieren lassen möchte, ich dich auch tätowieren. Ja, ich war da nicht dabei. Ja, weil du warst schwanger. Ja, okay. Du bist trotzdem süchtig. Das sind, weißt du, bei den... so fängt's an, bei den so. Ja, genau. Süchtige, also jemand, der süchtig ist, sieht es erstmal nicht ein. Und später kommt die Einsicht und dann die Therapie. Spaß. Das ist eigentlich nicht witzig. Aber wir lachen trotzdem. Life is too short to not to laugh. Nachher so unter den anderen anonymen Tätowierten. Ja. Ich bin tattoo-süchtig.
Ja, also komplett schwarz. Kann einfach nicht aufhören. So ein paar Jahren. Ja. Also Tattoos haben halt auch eine coole Bedeutung, wenn man es an Orten stechen lässt, die womit man auch coole Erinnerungen verbindet. Und deswegen. Das war echt ein cooler Trip. Und so. Life is too short to wait ist wirklich mein Lebensmotto. Eine Reaktion eigentlich. Das passt eigentlich sogar noch besser zu dir, so viele Tattoos. Ja, eigentlich ja. Der Spruch passt zu allem, zu jeder Lebenssituation. Ich glaube, wir sind für die Leute hier zu laut. Ich glaube auch. Das sind, so verhalten sich halt Leute, die zum ersten Mal in der Business Lounge sitzen. Gönnen sich erstmal Pasta mit Tomatensauce. Nach Fertigsoße auch. Vor allem gönnen uns erstmal hier. Es gibt nämlich auch eine Candy Bar hier. Haben uns erstmal was gegönnt. Wir müssen alles mitnehmen, was wir können. Ja, es gibt auch noch so eine ganze Alkoholbar sogar, aber. Okay, ja. Sollen wir eine Flasche mitnehmen? Kostenlos. Hier ist übrigens so ein ganzes Buffet. Wir bedienen uns hier bei der Pasta. Mit. Ups, scheiße. Okay, das war ein bisschen fail. Und hier ist die Candy Bar. Da ist die Alkoholbar. Wir sind schon richtig eingegroovt, Leute. Wir wissen jetzt Bescheid, wie sie auch gibt. Schauen wir mal, was es heute so gibt, ne? Du jetzt nicht so, ich hab schon reingeguckt. Es gibt zur Vorspeise eine. Ach, wir zeigen es euch einfach. Boah, es sieht so geil aus. Oh mein Gott, ich freue mich richtig aufs Essen. Ich hoffe, ich schlafe nicht ein. Ich muss es gleich eh jetzt zum Start wieder zurück. Bye. Ey, das ist einfach purer Luxus. Wie tief geht das noch? Also ihr wisst, was wir jetzt 6 Stunden machen. Ich meine, die alle nerven. Alle denken sich so, oh. Toll. SOS. Hilfe. So, wir haben jetzt unser Essen bekommen. Wir haben hier einmal Pasta und Vorspeise gibt es Burrata mit Tomaten, richtig geil. Wir werden jetzt etwas essen und dann schlafen wir. Und deshalb beenden wir jetzt diesen Vlog.